Hey, da sind wir wieder. Der vierte Teil in diesem Level. Ich weiß nicht. Ich komme nicht an den Schlüssel dran. Gut. Und das ist jetzt auch das Letzte, was ich vor... Also, was ich spiele. Und dann mache ich das Spiel wieder aus. Kann ja nicht sein, dass ich hier dann... Also, dass ich... Ich kämpfe mich jetzt eine halbe Stunde an diesem Fuck-Level. Bisher hat noch kein Level so viel Zeit gefressen wie dieses, glaube ich. Och nein. Ja. Alles klappt besser ohne Schlüssel. Hey, das ist so Hammer. Ich weiß, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Aber es ist wirklich einfach nur richtig, richtig übel. Scheiße. Genau da, wo eins von diesen Dingern lang geflogen ist. Warum? Oh. Oh Mann. Mann, ich muss den Schlüssel nicht kriegen. Es geht auch ohne. Immer und immer wieder. Boah. Ja. Ich habe mir vor kurzem mal so ein paar alte Let's Plays von mir angeguckt, von vor 3 Jahren. Haha. wie ich da noch Super Meat Boy gespielt habe, wie scheiße ich damals war. Das hätte ich damals nie im Leben geschafft. Und ich schaffe das auch heute nicht. Mit all meinen Skill. Ich stelle mir gerade vor, das ist das allererste Super Meat Boy Level, das ich gespielt hätte. Ich hätte das Spiel direkt wieder ausgemacht. Von der Platte gelöscht, die CD zerschmissen. Die Macher des Spiels aufgesucht und getötet. Wie schön, dass ich mit einem humanen Level angefangen habe. Fuck, ey. Ich habe immer noch keinen Plan, was ich machen soll. Vielleicht einen Schlüssel kriegen. So für den Anfang. Das wäre schon echt, echt super. Ich hatte gerade wieder was überlegt, deswegen bin ich einfach stehen geblieben. Mein Plan ging übrigens nicht auf. Bei den frustrierendsten Levels, die ich schon gespielt habe, habe ich wenigstens irgendwie so etwas gesehen wie, ich sag's immer wieder, Fortschritt. Ja, so Verbesserung. Aber hier, das ist einfach nur ganz, ganz übles Ausweichen. Man braucht Timing, das man nicht haben kann. Man braucht die Ruhe, die man nicht haben kann. Patience heißt das Level. Ja, schön. Geduld wofür? Man muss hier ausweichen. Man ist permanent in Panik. Man kann hier keine Geduld haben. Man muss sie aber haben, um das Level zu schaffen. Ich hab die Geduld aber nicht. Boah, ich sag's echt ungern. Ich glaube, das wird das erste Level, das ich wirklich skippe, überspringe und sage, gut ist, ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach. Ich werde es niemals schaffen. Nie. Nein, das klappt nicht. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Sogar Spiele wie Dragon's Lair sind besser machbar als das hier. Vielleicht sollte ich euch irgendwann mal zeigen, was das Spiel überhaupt ist. Weil das hier, das... Ein Ding der Unmöglichkeit. Wo soll man hinhüpfen? Worauf soll man alles achten? Es geht verfickt nochmal nicht. Oh Mann, 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 oh Mann. Ja, geilo. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch ausweiche. Ich komme sowieso nicht mehr in den Schlüssel dran. Das ist geil, wenn ich so weit, so gut ausweichen könnte, wenn ich den Schlüssel gehabt hätte. Aber nein. Okay, Ausweichmanöver einleiten. Es geht nicht. Es geht verfickt nochmal einfach nicht. Ich hab... nicht... gar keine Idee, was ich machen soll hier. Oh. Nein, da kann ich mich auch nicht hinstellen. Da kommt das Teil aus der Mitte. Aber nur das Teil aus der Mitte. Kann das sein? Ich wollte gerade was testen. Aber selbst wenn nur das Teil aus der Mitte kommt, ich habe da keinen Platz zum Weglaufen. Ich bin da gefangen wie ein Kaninchen vor der Schlange.
nein. Ich will nicht mehr. Boah, lieber kümmere ich mich gleich um den Umzug und um die Uni. Das ist... Da sehe ich wenigstens irgendwelche Verbesserungen, Fortschritte. Um das Wort wieder in den Mund zu nehmen. Ist doch kacke. Das ist echt schön. Okay, Leute, das wird jetzt mein allerletzter Versuch. Schade. Nein, ja. Nein, ja. Doch, war schon cool. Oh. Leute. Ich habe das Level jetzt 40 Minuten gespielt. Ungefähr. Fast. Ich muss gucken, wie ich das mache. Ich... Boah. Na gut. Ich lasse es gut sein für heute. Das war frustrierend. Das war auch wahrscheinlich erstmal das letzte in diesem Jahr. Vielleicht lade ich noch ein anderes Video hoch. Also nicht mein... Ich starte ja meine Top 10s gerade und ich habe was am Machen, aber das kriege ich nicht hin. Habe aber noch was anderes, ein anderes Projekt, welches ich vielleicht starten will, aber ich habe noch keinen richtigen Namen. Das lade ich dann vielleicht auch hoch. Für den Fall, dass ich es mache, ja, seht ihr es. Und falls ich es nicht mache, wünsche ich euch an dieser Stelle ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann 2017 wieder mit Super Meat Boy, Bandage Girl und dem ganzen anderen Fuck-Levels. Ich hasse das. Das... Macht's gut. Nein, es ist noch nicht vorbei. Ich will das Jahr mit einem guten Gefühl beenden. Und dieses gute Gefühl kriege ich nur, wenn ich dieses Level auch schaffe. Und ich spüre es. Ich spüre es in meinem Gefühl. Die Sterne stehen günstig. Mein Urin kocht. Ich habe mich ein bisschen beruhigt über die Tage. Und jetzt mache ich das einfach. Es mag vielleicht billig sein, aber wir spielen Super Meat Boy. Hier ist jedes Mittel recht. Ah, das Weihnachtswunder! Mann! So einfach ist es! So einfach kann dieses verfickte Level sein! Yeah! So, jetzt aber, jetzt kann ich aufhören. Jetzt ist gut für dieses Jahr. Für dieses Jahr ist gut. Ich fasse dieses Spiel nicht mehr an. Ich bin zufrieden. Ihr seid zufrieden. Ich muss dieses Level nicht mehr spielen. Und wir sehen uns dann jetzt. Wirklich. 2017 geht's weiter. Die letzten 5 Level von Super Meat Boy. Und dann, nachdem ein guter Kumpel, der Ghosty, glaube ich, entweder Ghosty oder Hoshi. Ach, einer von euch beiden wollte, dass ich irgendwas Bestimmtes noch mache. Ach, habe ich jetzt gerade nicht parat. Ich sollte irgendwelche anderen Levels spielen. Kurzer Sneak Peek dahin. Ups. Ah, ja, ich weiß, ich spiele Super Meat Boy. Wir haben es alle gehört. Ich habe übrigens ein neues Headset. Ich weiß nicht, ob die Quali gut oder schlecht ist. Hier Super Meat World. Das sind auch ein paar schöne Levels. Oh mein Gott. Yeah. Das war jetzt gemein. Genau, hier sind auch noch ein paar lustige Levels. Die kann ich auch noch machen. Schau ich mal danach irgendwann mal. Aber erstmal mache ich die Dark World der Cottonelli zu Ende. Aber wir sehen uns, wie gesagt, nächstes Jahr 2017. Mit welchem Spiel? Super Meat Boy! Yeah, ich freue mich drauf. Also bis dann. 2017, kommt gut rein. Ich hab euch lieb, ihr habt mich lieb. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Woohoo, Level geschafft!